Polizeigewalt gegenüber farbigen US-Bürgern hat in den vergangenen Wochen gezeigt, wie stark das Rassismusproblem in den USA auch im Jahr 2020 noch ist. Dass die Geschichte der USA die Geschichte des weißen Mannes ist, zeigt schon der vielgerühmte Verweis auf die Gründerväter der USA, deren freiheitliche Prinzipien den Grundstein für die Erfolgsgeschichte Vereinigte Staaten von Amerika gelegt haben sollen. Wer fragt hier nach der Geschichte der indigenen Kulturen Nordamerikas? Wo werden die Ausbeutung und Versklavung von Menschen oder der Raubbau der Siedler an den natürlichen Ressourcen thematisiert? Die Glorifizierung der Gründerväter ist ein gutes Beispiel für das selektive Einbauen historischer Ereignisse in einen Erzählmythos. Und dennoch, oder gerade deswegen, wollen wir die diesjährigen Präsidentschaftswahlen in den USA zum Anlass nehmen, die Gründerväter der USA näher zu betrachten. Wer waren die Gründerväter? Diejenigen Männer, die am 17. September 1787 die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika unterschrieben. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison, John Jay, Alexander Hamilton und John Adams. Was führte zur Unterzeichnung der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika? Im Kern handelte es sich um einen Konflikt zwischen der britischen Krone und ihren Untertanen in den nordamerikanischen Kolonien ab den 1760er Jahren. Die britische Regierung betrachtete den kolonialen Widerstand gegen ihre administrativen Maßnahmen als Rebellion. Die Kolonisten hingegen befürchteten eine Unterwerfung der nordamerikanischen Kolonien unter einem absolutistischen System. In der Folge kam es zu wiederholten Auseinandersetzungen und Provokationen. So wollten die Kolonisten beispielsweise selbstständig über ihre Zoll- und Steuerpolitik bestimmen, wohingegen englische Zollbeamte von der Londoner Regierung den Auftrag erhielten, in den Kolonien Schiffe zu durchsuchen und Waren zu beschlagnahmen. Im September 1774 versammelten sich Delegierte aus 12 Kolonialversammlungen in Philadelphia zum ersten Kontinentalkongress. Im August 1775 erklärte der König die nordamerikanischen Kolonisten offiziell zu Rebellen. Gleichwohl blieb die Unabhängigkeit immer noch ein Tabu. Den Umschwung brachte Anfang 1776 eine unter dem Titel Common Sense publizierte anonyme Flugschrift, in der der gerade aus England eingewanderte Autor Thomas Paine die Institution der Monarchie einer ätzenden Kritik unterzog und die sofortige Unabhängigkeit von Großbritannien verlangte. Ein erster entscheidender Schritt erfolgte am 6. April 1776, als der Kontinentalkongress die Öffnung der amerikanischen Häfen für Handelsschiffe aller Nationen mit Ausnahme Englands bekannt gab. Am 2. Juli beschloss der Kongress einstimmig die Unabhängigkeit, die am 4. Juli 1776 zusammen mit der vom Thomas Jefferson verfassten Declaration of Independence verkündet wurde. Jeffersons Unabhängigkeitserklärung ist bis heute für ihre Präambel berühmt, in der alle Menschen als von Natur aus frei bezeichnet werden und dem Menschen das Recht auf Streben nach Glückseligkeit zugesprochen wird. Im Anschluss daran kam es zu einem erbitterten Krieg zwischen der britischen Krone und einer von George Washington geführten Armee, dem sogenannten Unabhängigkeitskrieg, den schließlich die USA gewinnen sollte. Die neu geschaffene Verfassung vertraute dem Prinzip der Checks and Balances, der Gewaltenteilung und Verschränkungen. Dieses stemmte sich auf der einen Seite gegen autokratische Tendenzen, auf der anderen Seite gegen die Tyrannei der Mehrheit. Die Verfassung sollte soziale und regionale Interessen miteinander verbinden. Sie sollte handlungsfähige nationale Institutionen schaffen und zugleich eine zu starke Konzentration der Macht verhindern. In der Forschung ist man sich darüber einig, dass die zwischen 1787 und 1791 geschaffene Verfassungsordnung, die bis heute im Wesentlichen Bestand hat, den vielgepriesenen Realitätssinn der Gründerväter nachweist. Auch wenn die Geschichte rund um die Gründerväter wahrlich eine Geschichte des weißen Mannes ist, lässt sich nicht leugnen, dass die Prinzipien der Verfassung und die Präambel der Unabhängigkeitserklärung einen Meilenstein in der modernen Zivilisationsgeschichte darstellen. Dass jeder Mensch das Recht auf ein Streben nach Glückseligkeit hat, wie Thomas Jefferson es so formulierte, ist gerade im Corona-Jahr 2020 aktueller denn je.